Wo immer sie sich wenden. Sie sind von der Natur umgeben mit den üppigen grünen Bergketten Sierra de Mijas und Montes de Malaga einerseits und dem sanften nassen Meer andererseits hat Malaga etwas für alle zu bieten. Die Gründe, warum die Stadt zum Geburtsort eines der besten Künstler weltweit wurde, Pablo Picasso. Für Picasso war Malaga irgendwann einfach zu klein, lächelt der Direktor des Picasso-Museums José Librero Stahls im Gespräch. Der Co-Begründer des Kubismus hätte nicht erwartet, dass Geburtsort einst die sechstgrößte Stadt in sein würde in Spanien und dass die wichtigsten Tourismusregionen der gesamten Iberischen Halbinsel eine würden. Tourismus, Magnet, Kunst, das Bewusstsein für den berühmtesten Sohn der Stadt sollte unter vielen ein Grund dafür sein, dass unzählige Touristen jedes Jahr nach Malaga ziehen. Picasso war wie ein Musiker, der alle Instrumente dominiert hat, weil er in verschiedenen Stilen hervorragende Tricks gemacht hat, Guide und gebürtiger Malagueño. Während der Tour durch das Picasso-Museum. Die private Sammlung von Picassos Familie wird in diesem ausgestellt. Der Künstler soll das älteste dort ausgestellte Werk gemacht haben, als er 4 Jahre alt war. Die neuesten über 90 Jahre. Bei aller Bewunderung kritisiert der südliche Spanier auch den berühmten Künstler. Picasso hat noch nie eine Frau geschlagen, aber die psychologische Gewalt, die er ausgeübt hat, war gigantisch, sagt ein Malagueño, loyal in seinen Ehen. Dennoch ist Picassos Anwesenheit in der südspanischen Stadt außerhalb des Picasso-Museums eindeutig auffällig, de Arte Contemporaneo de Málaga. Ein Paradies für Fischliebhaber, aber Gründe, Malaga zu bezahlen. Eine der Spezialitäten von Malaga ist Bocarrones al Limón. D.H. Frisch gebratene Saatellen, die mit Zitronensaft beträufelt werden.